Are you ready, Boots? Start walking. So, schönen guten Abend nochmal, Herrschaften. Was plant ihr so alles Schönes? Stimmt. Squad 2 Backup machen zu Lodi Kell und dann zu demokratische, taktische. Dann zu Chakakot, gut. Ansley? Ich werde bei Montana verbauen. Okay, dann nehmen wir uns noch ein Logi mit und werden nochmal eine Support-Fop machen, wo wir Malakabat und Mozai unterstützen können. Okay, Jungs, alle können spawnen. Ich hole uns ein Logi, alle dann in den Logi einsteigen, bitte. Ja, ich bin ganz schön aus Versehen gespawnt. Ja, ja, ist egal, jetzt ist es erwischt. Ja, jetzt ist egal, aber eigentlich wollte ich warten. Alle spawnen bitte, alle in Logi zu mir. Logi! Korrektur, ich habe einen Hubmarker gesetzt, wo wir die Verpflichtung setzen. Ich bin am Lüften. Na, Kater, alles klar? Ah, wo ist Kater? Bei dem ist nichts drin. Ja, das war ja auch mehr eine rhetorische Frage. Wo ist er denn? Wo ist die Katze? Keine Ahnung. Hallo. Wo ist die räudige Katze? Darf ich mal Nachrichten schreiben? Nee, darfst du nicht. Wir sind hier im Krieg. Kater, hast du gesehen? Es sind schon 7 Leute. Ja, ich bin auf Montag, ne? Ja, Montag, aber du kannst auch Montag, oder? Du hast gesagt, du kannst, an allen Tagen. Ja, wenn ich wollte gerade sagen, wenn ich da nicht könnte, hätte ich einen Haken nicht gesetzt. Ja, das weiß man bei denen nicht so genau. Katzenhalter. Die haben die haben halt ein ganz schlechtes Langzeitgedächtnis. Was extra für dich trage ich mir das ins Kalender. Ja, ich schreib's nachher noch in die DCV rein. Oh ja, das schließt mich heute an. Aber beim nächsten Mal, wenn ich tot bin, mal den. Komm schon, über den Hügel! Feiertunieter wäre ganz gut wegen Entfernung. Ja, ja, machen wir nachher gleich. Jetzt fahre ich erst noch. Ah, du fährst, ja, okay. Wie sieht der Plan aus? Alter, weil wir marschieren. Also, erstmal denke ich mal, wir fahren irgendwie diesen Berg hier runter. Ich hoffe, wir überleben es. Naja. Dieser dämliche Ventilator nervt. Mann, und ja, du nervst auch mit deinem Dauergequatsche. Was? Du bist ein Ventilator. Auf ins Feld. Ja, Flipsling. Ich hab's prophezeit. Ja! Okay. Warte, ich kann's vielleicht entflippen. Ja, Fahrrad gibt Gas, wir spielen auf die Räder. Heilige Scheiße, wir sind alle. Nein, doch nicht. Warte, Medic unterwegs. Ey, ist jetzt egal, komm, steigt ein. Ein bisschen bluten, das wird schon überleben. Wir haben nicht so viel Zeit. Der Ficker fährt den Wagen nicht. Und einmal ein bisschen weniger quatschen, dann kann ich mich besser konzentrieren, weil ich habe eh schon gequatscht in allen anderen Channels.
So, bitte einer im Lodgy bleiben zum Abladen, zwei erstmal mit mir mit fürs Radio und dann schaufeln wir hier den Scheiß hoch. Die, die verletzt sind, will ich die bitte verarzten? Ja, muss man machen. Dann hier einmal Crazy Johnny. Okay, er blutet nicht, Wenn Leute bluten, dann haben die auch ein Blutensymbol. Ja, habe ich gerade, ihr habt mich daran erinnert, ich, wie gesagt, schon lange nicht mehr gespielt. Geh die Hesco noch bitte das Radio. Da vorne noch die Armorbox. Und dann gehen wir gleich mal auf Malakabat. So geht's allen ansonsten gut. Das mit der Hesco hat nicht ganz funktioniert. Oder warte mal, wir gehen nach Shaka Kot drauf, versuchen Shaka Kot zu blocken. Komm mal mit. Wer sitzt denn da noch im Lodgy? Zervi. Ja, okay, Zervi, der. Das ist ja Zervi. Raucht oder macht sonst irgendwas. Der will wir anscheinend nicht in den Krieg. Befehlsverweigerung. Jawohl, Deserteur erschießt. Squad 3 direkt vor euch auf der Straße. Ich bin Medic, ich muss nicht, ich darf das nicht machen, ich habe einen Schwur geleistet. No, da ist schon Kundschaft. Ah, oh Gott, ja. Andere Seite hier, direkt los. Ich glaube, der ist tot. Wenn nicht, vielleicht sollten wir noch 30 Mal drauf schießen. Die haben schon Kräfte auf Shaka Kot. Es befinden sich bereits Feindkräfte auf Shaka Kot. Die ziehen so südlich nach Malakabat in direkter Linie. Fällt ihm wieder, wäre immer noch gut. Ja, kriegst du noch. Höhle. Ja. Ja, was? Ich versuche, ob wir an dich da hinten rankommen, aber ich kann dir nichts versprechen. Nee, wir müssen ein bisschen die Breite aufmachen, Leute. Lauft nicht zu dicht zueinander. Ich brauche einen für den Rallye hier. Ja, unterwegs. Oh Mann. So wieder da. Na, Zevi. Also, kurzes Update. Wir haben hier die FOB gestellt und gehen jetzt nochmal in der Shaka Kot rauf und versuchen das zu blocken. Jetzt Rally noch schon. Anwesend. So, Jungs, Rally steht. Wir werden weiter versuchen. Medic-Kollege, geht's dir soweit gut? Nach Shaka Kot zu gehen. Du siehst, dass alles auf der Map, ob es einem gut geht oder nicht. Ja, das wäre. Brandy einmal mit der Cornet getroffen. Das ist neu. Okay, nein, dem geht's nicht gut. Bradley zweimal mit der Cornet getroffen, Bradley zerstört. Feine schon klasse. Hol den Medic und du den anderen. Oben auf dem Hügel östlich von Shaka Kot liegen sie. Red Bull, den kannst du vielleicht mal und die kannst du umlaufen vielleicht. Die werden jetzt, ja, versuche ich schon. Die werden jetzt schon cappen da. Wir versuchen die weiter zu stören. Also wir versuchen jetzt Squad 1 versucht die dann noch weiter zu stören oben bei Shaka Kot. Wir haben da schon ein paar Feinde aufgebracht. Einen ganzen Squad aufgerieben, der nach Malakabat wollte. Hey, der andere Medic, beweg dich mal. Der ist nicht anwesend. Tabby, was hat dich gekillt? Da zieht schon alles in unsere Richtung. Toll, da. Das kannst du bewegen. Ich keinen Feindkontakt auf Malakabat. Dann eine M-Rap südöstlich von euch.
Wir haben es bekonnt im Feindkontakt, können aber gerade nicht schießen. Feindkontakt oder kein Feindkontakt? Entschuldige, ich hab's nicht gehört. Doch, jetzt wegen kein Feindkontakt kann ich reden. Ja, ja, klar, wir haben hier oben Chaka Kott. Die scheißen sich schon in die Hose hier oben gerade. Vollkommen. MRAP steht auf Marker, südöstlich von Malak. Infanterie ist ausgestiegen. Fertig. Ich bin niedergemäht worden. Crazy John, ich hol dich. MG ist ausgeschaltet. Ich müsste noch in rechts von der Squad Lead die Straße. Wir haben runter. Versucht, wir haben versucht auf Chaka Kott schon, bauen die schon was? Ja, vor meiner Position müsste auch noch was kommen. Feindhub auf Chaka Kott, ich kann gleich markieren. Keinerlei Tracer. Am MG, Medics, pass auf. Vorsicht, da ist noch einer hier bei der Hub. Ich brauche jetzt Leute hier ran, wir müssen die Hub blockieren bei Chaka Kott. Die Hub ist genau markiert, die steht im Innenhof vom südlichen Compound. Wir versuchen euch vom Norden mal zu unterstützen, wir müssen erstmal in eine Feuerposition kommen. Ja, wir haben die Hub gefunden, die konnten noch nicht viel aufschaufeln. Ding ist fein. Die konnten noch nicht viel aufschaufeln, wir versuchen jetzt die Hub unter Druck zu setzen Gott. Hier. Moment, muss mich schauen. 15 am Rally. Versucht mal, dass ihr irgendwie so dicht wie möglich an die Hub kommt, dass die blockiert ist. So. Ich hab doch ein Fendt-Vehikel im Osten. MG-Bunker steht oben auf dem Hügel. MG-Bunker oben auf dem Hügel, überhalb von der FOP bei Chaka Kott. Kommt ran, wir müssen die Hub blockieren. Scheiße, hat er mich erwischt. Der ist südlich hier noch. Südlich Feinde. An der südlichen Seite von der Straße. Hab ihn erledigt. Gibst du gerade echt genau dann auf, wenn ich keine... Red Bull übernehme. Und Tequila, hey. Red Bull und Tequila bitte in der Main. Red Bull, Tequila in der Main. Ja, okay, sorry, zu spät. Ja. Zero, spawn mal auch in der Main, bitte. Braucht dich in der Main. Fark auch in der Main. Hopp, hopp, schnell. Zervi, okay. Du kannst auch gleich in die Main kommen. In der Main. 10 Sekunden. Ja. Wir bauen jetzt noch eine Angriffsfob für Chaka Kott da oben. Wir kriegen das sonst nicht hin, glaube ich. 6 Sekunden. Radio bei Tequila. Ich sitze auf der Hub. Die haben hier die Hesco vorgebaut.
Infanterie im Osten. Hier, Red Bull, verteidige mich mal. Die haben die Eskos vor die Tür gebaut. Ihr müsst vor allem gucken, dass ihr die Hub blockiert. Ihr müsst in ist die nicht mehr spawnbar. Die Hub ist aktiviert. Ist nicht mehr spawnbar. Jetzt ist sie wieder spawnbar. Andy left your Chanel and switched to timeout on H9. Achso, du hast sie abgeschafft, wie geil. Die Hub auf Chaka Kott ist disabled. Good job, Leute. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ans Radio kommen. Die kommen hier noch vom Berg, von East. Ah, hab mich zerlegt. Ja, schaut mal, dass ihr die da weiter beschäftigt über den Rallye. Wir werden jetzt nochmal eine Angriffsform setzen. Bin im Radio drin. Schaufelst du schon? Ich schaufel ab, ich brauche Verteidigung unbedingt. Noch 10 Sekunden. Rallye noch 10 Sekunden, noch 5 Sekunden. Radio halt down. Boah, macht hier nass. Radio 3 Viertel down. Macht einfach Lärm mit Granat so. Ja, dann ist sowieso. Die kommen weiter von hier oben. Sowieso die Hub disabled dann. So oder so, ob unser Radio schon so weit unten ist. Ah, okay. Was weg? Radio ist weg, super, danke. FOB auf Chaka Kott ist zerstört. Falscher Chat. FOB auf. Nö, kann ich sagen, wo ich will, ja, Mann. Achso, ich dachte. Du hast recht! Du hast ja recht! Feindfob auf Chaka Kott ist vernichtet. So, es wird leider ranfahren, noch eine FOB hier drin bauen. Ja, nicht drin. Nicht drin, wir bauen ihn nicht drin, aber in der Nähe auf jeden Fall. War die Karte gerade von euch? Die Killer da unten müssen noch zwei Gegner sein. Hab sie. Beide? Beide. Ein Sunny, ein. Feind Rally ist disabled. Schönes Ding, Jungs, hey, das läuft ja wie. Das war über dem Hügel auf das Ping das bei Crazy Jones. Scheiße. Das läuft ja mit euch wie am Schnürchen hier, ist ja unfassbar. Aber wir haben hier noch unsere Daten irgendwo. Ja, Hauptsache Radio ist weg. Ja, das Allerwichtigste. Ihr habt Radio und ein Rallye gekillt. Also, das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft. 10 am Rallye. Können wir bei der vorbei Chaka Kott eine Repair Station bekommen? Ich gebe mein Bestes, ich kann es nicht versprechen. Alles klar. Sitzt du das Radio in denselben Raum, wo die Iris dann hatten, und dann schaffen wir die. Ja, oder so. Genau auf die Killers Position, Hauptmänner. Einer muss den Lodgy abladen, bitte. Sunny ist rechts vor euch, auf 2 Uhr. Auge B. Der liegt hier noch. Im Gras? Ja, hinterm Wall, genau da, wo Mr. Fack gerade geht. Rechts von dir, Fuck. It's heavy. What the fuck, Sorry, Zero. Hier ist die Hub, die ist hier direkt beim Radio. Ich würde schon sagen, das war schon mal vorbei. Gegner noch, ist bei Chaka Kott. Aber der Feind wird fürs Tod sein. Ja, glaub ich. Schaufelt dann noch die Repair Station hoch. Repair Station wird gleich hochgeschaufelt. Wir haben aber nur noch 400 Bau hier unten. Also
Für Muni ja, aber für den Rest schwierig. Ja, es ist nur Muni. Vielen Dank. No problem. Aber bin ich da. Gerade bewegen. Haben wir gerade auf der Flagge zum Cappen? Oh, ich lade mal nach. Schaufelt mir dann noch die Repair Station dahin noch. Raus aus hier! Shaka Kot ist neutral, wir cappen. Okay, bis vorher. Kannst du den anderen Sunny noch holen? Ach, da unten. Alter, ich bin hier aufgegeben. Echt, wie geht's dich aus? Ja, schaufelt das ruhig hoch hier. Schaufelt das ruhig hoch, das schützt uns ja nur. So, warte, ich bin den Rest. Wunderbar. Shaka Kot ein Viertel gekappt. Ah, du bist voll gelesen. Repair Box bei Shaka Kot steht. Danke. Hinten kommt auch meine Hand angerast. Hey, ich fahr nochmal Supplies. Ja. Ja, dann setz. Okay, dann nicht. Ja, doch, fahr ruhig nochmal Supplies, dann setz ich hier oben eine TOW. Oder eine Cornet, besser gesagt. Ich setze eine Cornet-Stellung hier oben bei Shaka Kot im Übrigen. Mal schauen, ob die noch was bringt. Geht's allen gut soweit oder muss irgendjemand verarztet werden? Junge, guck doch einfach auf die Map. Jetzt mal ein bisschen Munitionsbox zu den Gebäuden. Ich hasse es, auf die Map zu gucken. Muss irgendwie ja, jetzt kommt, das kann auch jeder selber gar nicht sehen. Squad Lead? Ja, kommt gleich, kommt gleich. Es geht allen gut. Da. Ich hab Mami Rally. Auge B. Auch kein Auge. Nein, war ein Sparbin. Rally oder was war's? Du hast einen Sniper verwechselt mit einem Rally-Punkt. Ja, das war halt hinter einer Bodenwelle. Ja, das sieht sehr ähnlich aus. Also, wenn man mal den Helm, den Rucksack und den Rest vergisst, sieht das fast genauso aus. Siehst du? Ja! Ich verstehe ihn aber. Ich habe schon des Öfteren Baumstümpfe für Rallyes gehalten. Das ist erst schlimm. Der hat noch nicht aufgegeben, eventuell sind da welche in der Nähe. Die Sau. Vielleicht ist er faul. Jetzt ist er weg. Er hat's gehört. Es wäre in der Tat lustig, wenn man den Local von den Feinden gegenseitig hören könnte. Ja, das ist sowas aber allerdings, das haben sie entfernt. Ich glaube aber, dass das zu wüsten Beschimpfungen und dergleichen führen wird, dass sie deswegen das tunlichst lassen. Nee, aber dann wechseln die Leute halt einfach vom Ingame-Funk auf andere Programme und das bringt dann halt nichts. Wenn man funkt, müsste es einfach irgendwelches Callerwelchen in der jeweiligen Sprache geben. Ey, ich glaube, dass das einfach nur Blaming und Shaming verhindern soll. Nee, so Standardtexte, dass man aber auf Russisch und Arabisch dann Standardtexte hört. Es sozusagen kodiert ist. Also wie damals im WoW. Also auf Shaka Kot ist es irgendwie plötzlich ziemlich ruhig geworden. Hat gerade jemand geoutet? Oh. Ja, wir greifen gerade schon die Poplower an. Was hast du gezockt, 3D-Sex-Villa? Gar nicht, aber ich weiß halt, wie es damals ging. Bring mal da unten nur 1000 Ammo mit. Und 2000 Bau, weil dann können wir vielleicht nochmal eine FOP. Ach, brauchen wir keine FOP mehr. Nee, bring 500 Bau noch mit, dann kann ich noch irgendeinen Schrott hier hinsetzen und den Rest Ammo. Wir haben ja unten schon. Wir haben schon unten die FOP für. Die Angriffs-FOP für Hangu. Das ist ja der Hammer hier. Ja, wir bleiben erstmal hier oben.
Ich nehme uns dann den Lodgy mit als Transport. Oder der Lodgy, der uns nachgebracht wird. Nee, bring mal 700 Bau mit, bitte. Entschuldige, bitte. Falsche Ansage. Bring mal 700 Bau mit, bitte. Falsche Ansage. 700 Bau links, dann setzen wir nördlich notfalls von Kadisai Lower noch eine FOB. Ich fahre zu dich. Was soll? Dankeschön. Status von Kadisai Lower? Hi, na, was geht bei dir? Was? Hi, was geht dir, hab ich gesagt. Hi. Alles gut. Schönes Wetter heute. Ja, schön warm, ne? Ja. Bringt bloß nichts, wenn wir uns ausziehen, weil dann so welches Ziel. Ah, oh, hi. Mädels, seid ihr auch hier? Wie geht das nochmal? Seid ihr auf dem Wolkenbezirk? Oh, nein, das seid ihr nicht. Oder so. Wollte mal ein langes Rohr sehen. Status von Kadisai, bitte. Gib dein Rohr weg. Verleg deine Rohre woanders. Ja, Captain Lower. Gut, dann. Ich hab sogar mehrere verschiedene. Wir holen jetzt uns hier den Lodgy mit und bauen dann nochmal nördlich von Hangu da oben auf dem Hill eine FOB oder so. Dann muss ich wohl den. Ich hab mir lang und dick. Kleinen Spitz. Nimm dein Rohr da weg. So. Ja, Kinderlein, macht euch mal bereit. Wir werden uns jetzt den Lodgy, der da ankommt, für uns mitnehmen und dann nochmal eine Attack-Fob setzen. Aber das vorhin habt ihr richtig gut gemacht. Das hat mir echt gefallen. Wir haben die in Chaka kurz so unter Druck gesetzt, die sind nicht mal zum. Die konnten nicht mal die Fob richtig ausbauen. Verteile ich dann. So muss sein. Irgendjemand die Flagge hier? Nee, ich verteile Fleißbildchen erstmal für euch. Nee, die cappen schon und die neutralisieren schon Kadisai Lower da unten. Also wir warten mal noch, bis der Lodgy hier ist. Dauert noch 2 Minuten und dann frage ich nochmal nach dem Status und dann gehen wir weiter. Aber ich glaube, dass das für den Feind schon wieder gelaufen ist, leider. Was ist denn das für... Ich denke, nach der Runde ist das so dass man für heute leer. Ja, das ist eben genau das Problem. Wenn diese Fights so zu sehr gerusche und zu easy sind, dann... lernt man halt den Server immer, das ist halt das Problem. Ich meine es halt eher wegen der Zeit. Nee, das glaube ich nicht. Also Zeit wird auch eine Rolle spielen, aber wenn du zweimal hintereinander... Also Server füllt sich gerade wieder. Ja, warte mal ab nach der Runde. Ich habe uns eine schöne Opium-Fob gebaut hier. Feindlicher Lodgy, Feuer! Ja, Effekt zu Tag, ich schieß auf! Red Bull, lässt Feuer, mich ja, fahren, bitte! Hallo, kann er mal... Ja, Red Bull, du bist echt ein Witzvogel. Jo, ich bleib noch hier und ich geh mir eine rauchen. Lass dir mich mal einen Fahrersitz, bitte! Einen Fahrersitz lassen, bitte! Irgendeiner hat hier Schmerzen. Ja, Kopfschmerzen. Ja, von der Hitze. Ein Lodgy ist gerade nach Hangu reingefahren und ein M-Rap steht auch schon drin. Aber wohl leider keine Aspirin dabei, also muss ich aushalten. Ja, Stocker, alles klar. Ja, läuft und selbst. Ja, weiß ja, schlechten Menschen geht's immer gut.
schon deine ersten Turniere gespielt? Nö, noch nicht. Wir haben einen Feind in Bradley in Hangu drin. Ich glaube, ich sollte etwas mehr Respekt vor den Kurven haben. Warum das? Fuck, Feind direkt auf der Straße hier. Ich fass es nicht, der Pisser. Hier, wir sind mitten im Nirgendwo. Ey, nicht mit dem Lodgy weiterfahren. Wo fährst du denn hin? Ich wollte ihn rennen. Ja, aber dann fahr nach Süden, Ben. Du fährst jetzt genau zur Main. Ich muss mich mal verarzten. Ja, hier müssen alle verarztet werden irgendwie. Das sind hier alle tot, das fasse ich jetzt gerade nicht. Ja, ich nicht. Ja, einfach tot. Ja. Jetzt bin ich auch tot. Okay, also wir haben es glorios geschafft, den Angriff im Norden zu versieben. Dann spawnen wir alle neu, ne? Wir haben da noch Medic, oder nicht? Ah ne, der fährt. Ja, wir spawnen unten. Wir spawnen unten bei der Fop bei Hangu Proper, gehen da rein. Wir können ja, sag mal zwei Bescheid. Wir checken mal aus, was da los ist. Ja, da war es nicht aufgeben, der Medic von Squad 2 ist auf dem Weg. Nee, ach Jungs, kommt, es hat doch gar keinen Sinn, wir müssen nur nach Hangu Proper. Das ist doch die letzte Flagge. Okay. Ey, so, bist du so widerwillig zu sterben? Los, ich mach ein bisschen Opfer hier. Da war wohl irgendwo noch ein Bradley auf Hangu Proper. Vorsicht, Squad 1, die haben auch noch den Bradley in der City. Haben die Feinde eigentlich auch Fahrzeuge? Ja, die haben Bradley Disco in der Stadt. Frem H9. Die habe ich noch keine gesehen. Ne, die haben einen Bradley in der Hangu Proper drinstehen. Ah, oh, das ist schön. Oh, wir haben einen AT dabei, kann nichts passieren. Und einen Heavy AT, glaube ich, auch noch. Eventuell. Na, mach keine Faxen. Zerstör einfach das Ding. Mach deinen Squad wieder stolz. Er steht direkt hier bei uns vor der Schnauze. Du musst ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu dicht dran bist. Ah, der fährt. Nee, der ist falsch markiert. Markierung stimmt nicht mehr. Flugzeug die Fronte. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Sicht. Das so, die kommen genau auf euch zu jetzt aus dem Gebäude mit den vielen schmalen Fenstern. Also genau auf deinem Weg zum Big Squad. Die bauen da schon eine FOP. Aus dem Käsehaus kommen die, ja. Ich weiß. Ja, die FOP ist schon da. Bradley ist rausgefahren, der ist jetzt westlich von euch. Genau links von dir, Heavy. Ja, ich sehe ihn. Er sieht mich auch gleich. Ich schieße mal drauf. Ne, der Turm zeigt genau von dir weg.
Sanitäter beim Arsch. Der dürfte jetzt nicht verfahren, gell? Oder doch? Hast du noch einen Blick links von der Squad Lead? Auge B, da steht. Ach ne, ich brauch zwei mehr. Ja, ich hab den Schützen raus. Ich bin sofort zurück. Hier! Okay. Hier! Ich bin im Rot hier. Ich mach aber mehr zu, das ist das Problem. Ich muss zu mir zurückkommen. Ey, kannst du mich um? Bitte. Vorsicht Squad 4 im West, im Osten, Südosten. Vorsicht Squad 4, Südosten. In den Bergen irgendwo mehrere Schützen oder Fahrzeug. Ich am Rally. Geh weg, du komm nicht hoch. Schrei mich nicht an. Muss ich aber. Du wärst ja fast hochgerannt. Wir haben im Sniper mussten unsere Vor. Ja, die liegen da im Osten oben im Gebirge, wo jetzt gerade Squad 2 runterdrückt. Du wirst tot sein. Endlich von diesem Brechdach unten. Kannst du in der Lita setzen? Ja, kaum 15 Meter Feinde. Geht nicht. Wäre natürlich ein Traum gewesen. Aber ich krieg das ganz schön drin. Kann jemand den M-Zoma markieren, wo er gerade genau steht? Mach ich gleich. So, der wir verlieren die Sei. Auge B. Ja, ich zieh schon meine Leute wieder zurück. Verstanden. Wo zeigt die Front? Danke. Sag ich dir gleich. Kein Problem.
Front zeigt zu unseren Truppen. Jetzt fährt er los, ja, jetzt ist er gleich an der Minarett, bei der Moschee. Oder an, der, an dem Turm da. Jungs, die Toten müssen auch oben bei Kadisai raus. Wir verlieren Kadisai. Squad 1 geht auch bei Kadisai raus, zumindest alle Toten. Ja, der HWAT, der kann mal unten noch spawnen. Vielleicht kann der noch das Fahrzeug bekämpfen. Aber alle, die jetzt sterben, bitte aufgeben bei Kadisai oben, bei Lower Kadisai. Wir müssen das halten irgendwie. Ist hier unten ein Mate, der mich wiederbeleben kann? Nein, bitte aufgeben bei Lower Kadisai Spawn, bitte. Ah, okay, jojo. Wir haben so viele Tickets. Ich würde gerne noch den ja, du kannst. Hab ich ja gesagt, der Heavy AT kann unten bleiben. Der Rest der bitte fährt jetzt. Du musst mich schon noch wiederbeleben. Warte mal, wo bist denn du? Leute, wir haben 300 noch irgendwas, paar 90 Tickets. Also, jetzt aufgeben ist jetzt nicht das Drama im Moment. Dramatischer ist, wenn wir die Flagge 361 oder so, das haben wir. Ja, egal, aber wenn wir jetzt, ja, jetzt haben wir die Flagge ist schon neutral. Jetzt kriegen wir nämlich echt ein fettes Problem gleich hier. Ja, von wegen, die Gegner sind scheiße. Hat keiner gesagt. Naja, vorhin hieß mal, das ist irgendwie langweilig. Nee, ich habe gesagt, letzte Runde. Ja gut, aber auf der Flagge da unten, wenn du eine gute FOB setzt, was hast du denn da für eine Chance? Man muss halt standhaft bleiben. Okay, hier kommt gleich noch ein neuer Rallye her. Eins, wir versuchen im Süden reinzugehen. Geht mal im Süden rein von Lower Kadisai. Die Cap steht. Wir sind schon in den Häuserkomplex. Lower Cap steht. Lower Cap steht. Es können nicht allzu viele sein hier. Ja, zwischen den Bäumen und dem 400, 500, genau da, ja. Ja, wir holen Lower Kadisai zu gerade zurück. Weiter links. Die hatten da schon AD ganz schön angekämpft. Also der zwischen den Bäumen müsste bekämpft sein, der rührt sich auch nicht. Der knapp 400. Ist der Bradley im Süden noch da? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist der Bradley noch da unten auf der Markierung? Die Frage ging gerade eher an die, die noch im Süden sind. Neue Markierung akkurat. Ja, der ist noch hier. Neue Markierung ist akkurat. Okay. Wir haben Kadisai Lower jetzt zur Hälfte wieder zurück. Sorry, das war gerade nicht. Das dachte ich aber auch.
Nee, hier hinten wurde gerade einfach eine so genannt, dass. Ja, das war hier der Kollege von mir. Ich krieg ein Stück. Hat der auf mich geschossen? Ja, der hat auf dich geschossen, hab's aber gerade nicht gegeben. Das Messer nicht so scharf. Ja, ich seh's schon, du schneidest da gar nichts ab. Was soll das hier? Ja, da muss jetzt irgendwas zu mir kommen, ich wieder beleben. Ja, ich bin unterwegs. Das wäre geil, wenn das wirklich gehen, wenn sie das wirklich machen würde, dass du das Messer da reinstecken kannst. Das wäre sensationell. Ich will Garpus. Dieser Lower ist jetzt gleich gekämpft. Von Norden kommt ein ganzes Sort of Lower drauf. Richtet euch mal nach Norden, hier bei Lower Kadisai, Kadisai Lower, da kommt ein ganzer Squad. Das ist nur die Frage, machen wir einfach Deffen und lassen die ausbluten oder noch weiter Hangu angreifen? Squad 3, wie schaut es bei dir da unten aus? Beschissen. Na, ach, gut, die AGs sind nicht in der Lage, diesen Bradley zu bekämpfen. Ja, ich habe dir extra meinen Heavy AT unten gelassen, aber irgendwie kriegt er es auch nicht ganz hin. Oder LAT. Ja, heute nur unfähige ADs. Naja, also sag ich, komm. Spawn, hast du deine Munition nachgefüllt? Ja, hab ich. Kann der 30er mal ganz kurz herkommen? Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keinen Bock, bis zur FOB drauf zu laufen. Cool. Der 30er? Chrissy? Chrissy? Wir haben keine bei unserer Pop Radio Station. Hallo. Wiederholen, wir haben Feinde an der FOB Radio Station. Ja. Ja, ist schon da, das war nur Trash. Ah, ist scheiße, jetzt wissen sie natürlich, dass die da ist. Muss man da jemanden abstellen wahrscheinlich. Ja, ich hab da eh einen MG dran. Okay, gut. Hier weht ein Lüftchen. Es stinkt sozusagen. Ey. Du musst doch lange nicht auf mich zielen, das war nicht ich! Ich bin doch der Medic! Ja, eben. Was? Die stinken immer ganz besonders. Nur weil. Ja, ja, nur weil die Feinde sich einscheißen, wenn sie draufgehen, ist der Medic schuld, oder was? Der Bradley steht direkt über eine Repair Station. Ihr müsst erst die Repair Station abschaufeln, bevor ihr irgendwie. Ich habe geschworen, keinem lebenden Wesen zu schaden. Die Feinde sind nun mal keine lebenden Wesen. Was ist denn mit meinem herzallerliebsten AT, Johnny? Wo bist du eigentlich gerade? Geht noch immer hier unten am Panzer dran. Das Problem ist, der Panzer steht direkt neben einer Repair Station. Also da kannst du 80 Schuss draufhauen. Aber der Panzer ist gerade ganz zerstört. Du hast ihn gerade zerstört? Der ist geplatzt, ja. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, dass du das warst. Nein, ich hab's gerade auch bestätigt. Panzer ist zerstört, Abschuss wurde bestätigt. Das war perfektes Timing. Ja, jetzt komm! Echt, nachdem du da 80 Mal gegen angerannt bist. Ey, komm, nachdem du da 80 Mal gegen angerannt bist, du.
Ja, ich wurde ja jedes Mal erschossen, entweder von Verbündeten oder ich. Ja, jetzt sind es die Verbündeten. Genau. Ja, das ist schon immer alles auf die Freunde. Immer alles auf die Freunde schieben oder was, ne? Aber man selber ist für alles. Naja, gut. Weil du hast ihn weggeschossen. Ja, kriegst halt nur einen halben Orden. Ich säg den gerade mal durch. Warte mal. Wir bleiben jetzt mal langweilig auf Cuddy Silower. Also hier unten haben wir Spaß. Ja, ja, ist mir schon klar. Nur mal Respawn eingeben ist jetzt keine Option. Oi, wer schießt hier? Der Melonenmann. Das ist aber eine harte Melone. Nee, das ist eine Geistermelone, da kann man einfach durchballern. Ihr kleinen Schwuppen, spielt ihr mit euren Pistolen rum? Ah, was willst du? Komm doch her! Ha? Ja. Feind close. Okay, wir sollten ernst machen. Ja. Feinde hier wieder im Feld. Feinde hier wieder im Feld. Feldschande. Okay, der war direkt vor mir. Der war direkt vor mir. Hab ihn gut getroffen. Ich hab ihn auch. Ich hab noch einen down. Cuddy Silower wird wieder hier unten vom Feld aus angegriffen. Ja, wir sind alle down. Strike F nach Lower. Feind capt jetzt gleich wieder Cuddy Silower, wir sind alle down hier oben. Ich brauche jetzt alle, die tot sind, bitte dann hier oben wieder. Cuddy Silower geht verloren. Cuddy Silower geht schon wieder verloren, verdammte Hacke. Kommt davon, wenn man so unkonzentriert okay, rummacht. Cuddy Silower wird jetzt, brauchen mehr Leute drin. Ist zwar ist angekappt, aber noch nicht zur Hälfte ja, angekappt. Ja, wenn wir die FOP hier aus Hangua Proper rausholt haben, würden wir wieder zurückspawnen, damit es kein Double Neutral wird. Cap steht. Ich glaube. Wir sind schon dran, der Cap schon geblockt. Cap bleibt ist geblockt. Cap steht. Ja, Cap steht. Wir haben jetzt auch vereinzelt Feinde, die von Osten reinkommen, aber viel mehr ist es nicht. Ich glaube, mehr haben sie noch nicht übrig hier. Der Rest wird gleich kommen, wenn ihr die Hub da unten weg habt. Ja, proper gleich ausgehoben. Hattet ihr auf Lower ein Vehicle? Negativ. Ich habe zwar irgendwas gehört, aber kein Visualkontakt.
An die Disco nenne C-Tate Frem H9. So, hier das Radio. Können wir Polizei noch irgendwie halten? Wir haben jetzt Hangu Popper neutral gleich. Ja, die Kartei Cap steht. Wir kappen zurück. So, wir haben Hangu. Dann ist die Runde gleich durch. Down. Very nice. Mann, der ist da hinten in der Mauer, der ist wieder da unten im Westen, im Osten. Da hier drüben irgendwo. Down. An der Mauer, der hat mich durch die Tür von hinten erschossen, pass auf. Okay. Ein Leben. Sieht zwar ganz gut aus. Ja, Kadisa ist komplett gekippt. Kadisa ist komplett gekippt. Fuck, ich brauche mal hier Medical Attention, please. Yeah. Oder so. YouTube spielt. Bin doch mal weg, Joe. Jo, ich auch. Gute Nacht. Gute Nacht. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.